So. Hoffentlich war das wirklich eine 9 und hoffentlich ist das wirklich nur eine dreistellige. Eine vierstellige. Ihr wisst was. Na, hallo, Mister. Okay, wir nehmen den Film aus dem Projektor. Das müssen wir auch noch machen. Wir brauchen ja alle drei Filme. Ich bin mal gespannt, wie wir die zusammenschneiden. Nein. Genau. 9, 2, 4, 1. Ja, super. Das hat funktioniert. I need all three reels. Und jetzt. Wir haben alle drei Filmrollen, also. What's the problem? What's the problem? What's the problem? Na, mach doch mal. 1. 2. So, dann. Macht er das von alleine? Oder müssen wir das jetzt mit einem Biddy-Game machen? Geklebte Filmrolle. Na, hat er schon alleine gemacht. Auch gut. Sparen wir uns das. Dann gucken wir uns mal die geklebte Filmrolle an. Ich nehme doch lieber den Stock. Aus einem ganz dämlichen Grund, weil ich Angst habe, dass ich kein... dass meine Schrotflinte irgendwann kaputt geht und dann habe ich überhaupt keine Waffe. Bis auf die Fäuste der Gerechtigkeit. Aber diese Fäuste der Gerechtigkeit müssen wir jetzt auch nicht benutzen. So, was ist jetzt hier anders? Ach so, ich verstehe. Das ist jetzt ein Haus. Das Haus am See hat die stummen Kinder. Und den Dachboden schlussendlich ganz oben. Also, wir holen uns erstmal die Holzkurbel. Und hoffentlich bleiben wir hier verschont von irgendwelchen Angriffen. Sonst werfen wir unser kleines Stöckchen. So, da haben wir die Holzkurbel, die brauchen wir. Ich höre schon hier irgendwie einen Sound. Aha, ist die Tür. Kommen wir hier hin. Und durch die, über die Treppe, über die Leiter, nicht Treppe. Über die Leiter kommen wir dann nach oben. Die Holzkurbel. Lassen wir den Jack aus der Kiste. Das ganze Drehenzeug, das macht mich da jetzt fertig. Uohohoho. Du Drecksvieh, ey. Gib mir deinen scheiß Schlüssel. Okay, speichern. Fühlt sich beängstigend an. Ah, jetzt macht das. Ah, das ist ein bisschen glitchy. Ah. Das erklärt einiges. Wahrscheinlich. Lass mich in Ruhe. Ich hasse diese Geräusche. Ich will nicht sagen, ich hasse dieses Spiel, aber ich mag es nicht. Ich mag dieses Horrorzeug nicht so sehr. Ein Schlüssel, ein Requisit aus dem Film. Was finden wir hier? Etwas, was wir... Na toll. Dafür haben wir das gemacht. Du kriegst gleich das, du Biest. Das ist doch ein Kampf. Pistole gegen... Pistolenmunition. Pistolenkugeln. Komm, dann nehmen wir die Pistole einfach mit. Das Dumme ist, wir können absolut gar nicht damit schießen oder sowas. War's das wirklich? Mehr gibt's hier nicht, ne? Wir haben nur die Kiste für ein bisschen Pistolenmunition quasi aufgemacht. Das ist das Geheimnis des Kinos gewesen. Das Ding ist einfach nur... Wow, 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 wow. Haha, verarscht. Bestimmt. Das war's noch. Wahrscheinlich lange nicht.
Alter, der ist ja hinter mir. Das ist voll die Verarschung. Ah, Hilfe, Kamera. Oh. Ja, entweder du lässt mich jetzt rein oder nicht. Dumme Tür. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier ein Erfolgserlebnis gerade habe. Flintenmunition, 19 Schuss mit der Pistole, 14 Verbandskästen. Wie sieht es in meiner Gesundheit aus? 45. Ja, komm, nehmen wir mal eins. Bringt uns sowieso nicht nur auf, irgendwie, glaube ich. 90 oder so. Moment, da war ein Spiegel. Ich wollte ihn mir nochmal angucken. Ist ja gut. Ich bin Murphy. Ich schieße mit einer Pistole. Ich bin voll der Killer. Ah, das wirkt ein bisschen dämlich. Aber gut. Und ich dachte, hä, warum können wir denn nicht zielen? Warum können wir nicht zielen? Nimm das. Und dies. Und das. Leck mich am Arsch. Können wir hier nicht das Auto mitnehmen und durch die Leinwand fahren? Das wäre cool. Aua, Alter, du verstehst echt keinen Spaß, was? Oh, Jesus. Ich verstehe nicht, was... Hat uns das jetzt gebracht? Na doch, wir haben eine Auszeichnung bekommen, Schneideraum. Sollen wir nochmal hingehen? Ich gehe nochmal hin. Einfach aus dem Prinzip wegen, ihr wisst ja schon, hier in dem, ach guck mal, unser Stock liegt jetzt wieder hier. Haben wir nie liegen gelassen. Einfach aus der Hinsicht, wie damals mit dem Haus, wo wir den schicken Pulli her haben. Wir kriegen ja hier ein bisschen Belohnung, aber ich finde immer so Munition und sowas, ist für mich keine so richtige Belohnung. Ich hätte lieber irgendwelche coolen Artefakte oder sowas, die irgendwas bewirken, anstelle... Von, naja, sowas eben. So, wir werden gleich nochmal zum Museum laufen, wollte ich sagen, zur Galerie. Werde ich gleich auf die Karte gucken, weil ich habe gerade keine Ahnung, wie ich da am besten hinkomme. Jetzt haben wir halt zwei Schusswaffen. Was soll's. Und weg von hier. So, Tageslicht. Tageslicht. Super. Ah, so, haben wir das Kino jetzt hinter uns gelassen? Ich muss mal gucken auf der Karte, ob die ganzen Gebäude, die wir jetzt quasi durchsucht haben, ob da immer noch Fragezeichen angezeigt werden oder nicht. So. Vom Kino ist auf jeden Fall keins mehr. Da oben ist noch eins. Das ist halt ein bisschen immer so, ist da jetzt noch was? Oder ist da jetzt nichts mehr? Man weiß es irgendwie nicht so richtig. Deswegen gibt es einem nicht so das kein befriedigendes Gefühl. Vielleicht müssen wir auch da rein einfach. Campbell Street. Da war auch noch ein Fragezeichen. Diese Fragezeichen machen mich auch echt kirre. Weiß nie, ob man da jetzt fertig ist oder nicht. Zumindest weiß man es nicht so richtig. Naja, laufen wir mal durch den Park. Vielleicht wird das hier nochmal gleich gewechselt. Oder auch nicht. Wo wollten wir hin? Achso, genau. Zur Galerie.
Zur Galerie, da wollten wir jetzt eigentlich hin. Und dann haben wir irgendwo einen Schatz noch zu heben. Müssen wir auf Schatzsuche gehen. Ich weiß nicht, ob wir dann vielleicht eine Schaufel mal ausrüsten müssten. Wäre an sich ja irgendwo logisch, allerdings wäre das auch ein bisschen, wie soll ich sagen, na, nicht hinderlich, aber ein bisschen nervtötend, so gesehen. Schließlich müsste man dann ständig immer wieder, ich muss jetzt einfach nur geradeaus, ständig immer wieder eine Schaufel suchen, um was zu graben. Das ist genauso wie mit der Axt, wenn da irgendwelche Bretter sind. Bretter, die ich bis jetzt noch nie wieder gesehen habe. Das sind ziemlich selten geworden, diese Bretter vor der Wand. Hallo? Danke. Das hat mich hier gerade voll aus dem Konzept gerade gebracht. Ich hoffe, hier war der Gang. Ja, hier war der Gang. Oder hier war Eingang, sagen wir es mal so. Hä, der Eingang, ihr wisst schon. Eingang, Zweigang, Dreigang. Aber hier ist eben der Eingang. So, und ich habe zwar kein gutes Gefühl dabei, aber was soll's. Wir haben eine Knarre. Deswegen werden wir da hineingehen, ohne großartig viel Angst zu haben. Und ich bin gespannt, was sich uns hier bietet. Upsala, jetzt wäre ich wieder zurückgegangen. Wo war die Treppe runter hier? Also hier geht es ja darum, dass jemand denkt, dass es hier quasi irgendwo einen Schatz gibt. Dann leuchtet das Buch so. Achso, das ist wieder so Schreibzeugzeug. Schreibzeugzeug. Das hatten wir ja schon. Und hier. Wir waren noch nicht ganz fertig. Sicherheit. Ah, guck dir das mal an. Jetzt sehen wir das auch mit der forensischen Karte. So, und jetzt heißt es Puzzeln. Wir hatten das letztes Mal schon quasi fertig. Ja, können das Licht leider nicht wechseln. Das ist ein bisschen scheiße. Muss ich ehrlich sagen. Die werfen das dann wieder gegen Ende alles auf einen Haufen. Das kommt auf jeden Fall wieder hin. Ich muss gerade einfach mal sortieren. Ich, sehe gerade sonst gar nichts. Weiß mich auch gerade nicht, an was ich mich orientieren soll. Ich weiß auch nicht, was hier Anfang und Ende ist. Ich hatte schon eigentlich einen Weg. So, das ist das Puzzle, was wir hier haben. Das sieht ganz nach dem Waisenhaus hier oben aus. Ach, das ist richtig da oben. Ansonsten ist hier nichts richtig. Dann machen wir das mal so. Verschieben. Das dahin. Das passt so zumindestens. Na, das ist die Frage, ob noch was orientiert man sich hier. Toll. So. Das kommt dahin. Ich habe das Gefühl, dass es doch nicht ganz richtig ist. Aber wir werden gleich sehen. Nein, du bleibst da. It's a map. Und? Schön, dass es eine Karte ist. Und ich glaube, sie zeigt so ziemlich auf den Friedhof. Oder? Oh,
Da ist ein Kreisverkehr. Das ist ein Viereck. Es ist doch ein bisschen schwer zu erkennen, wo hier was ist. Nein, komm. Blätter mal zu der Karte in den Norden. Warum der die auch nicht in den Norden aufblättert? Müssen wir das so machen? Hier ist es nicht. Oh Gott, diese Karte. Hier ist ein Bogen und da ist so ein Viereck. Und da ist ein Viereck. Es ist ein bisschen schade, dass er das nicht auf seine Karte überträgt. Das würde die Sache ein bisschen einfacher gestalten. Achso, ich dachte, das wäre irgendwas, was man nehmen kann, aber scheinbar nicht. Da oben ist dieses Symbol mit dieser Wendung und da geht es auch hoch. Ist geradeaus. Da ist ein Viereck. Ehrlich gesagt kann ich diese Karte echt schwer lesen. Ich vermute, dass es wirklich der Friedhof ist, wo wir das holen können. Da wo die, da oben links, also hier ist die 43, da ist dieser Kringel. Das heißt, es muss theoretisch irgendwo da unten eigentlich sein auch. Vielleicht auch in diesem Haus, wo das Fragezeichen dran ist, hinter dem Kino. Kann sein, weiß ich nicht. Allerdings ist da nochmal so ein Weg, wenn es wirklich das ist. Das ist dieser Weg, diese Hauptstraße, die macht da auch diesen Knick. Man sieht das, also das muss die Hauptstraße auf jeden Fall sein. Das ist gelbe, das ist dieses Ding, was zu so einem Kringel da oben führt. Dann geht es von da irgendwie runter. Das sehe ich jetzt nicht unbedingt. Aber naja, das X markiert die Stelle wahrscheinlich, also muss es scheinbar irgendwo, naja, auf der Höhe von der Kuppel. Das muss dort eigentlich irgendwo sein. Das muss im Waisenhaus sein. Wenn das, wenn man dem Ding hier glauben kann. Ist das eigentlich eine goldene Knarre? Oder bilde ich mir das gerade nur ein? Tatsächlich, goldener Colt, genau wie im Film. Ist ja lustig, hätte ich jetzt nicht gedacht. Okay, wir haben den goldenen Colt. Das wusste ich gar nicht. So, dann hauen wir jetzt hier ab. Hier gibt es ja nichts mehr. Für uns. Falsche Richtung. So, und ich würde meinen, dass es auch für heute gewesen ist mit der Aufnahme. Und ja, ich bin schon ganz gespannt, wie es sich hier weiterentwickelt. Wenn ihr irgendwelche Hinweise habt, lasst es mich natürlich wissen. Ich weiß ja selber, dass ich derjenige, jemand bin, der gerne etwas übersieht. Und vor allem hier bei dem, bei den Stäben ist es wahrscheinlich sowieso schwer, die zu finden. Das Radio geht nicht mehr ran. Naja, auf jeden Fall, ich bin gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Da oben war gerade Gewitter zu sehen. Und vor allem, was wir denn als nächstes jetzt machen, suchen wir jetzt nach dem Schatz, versuchen wir den Hermesstab irgendwo unterzubringen. Diese ganzen Fragen, oder machen wir die Hauptquest weiter, diese ganzen Fragen werden wir auf jeden Fall beim nächsten Mal nachgehen. Wenn es wieder heißt, Silent Hill Downpour hier auf Mugenmods Mo mit mir, dem J-Mo. Und mal gucken, was wir, doch wir sind relativ gesund, ein paar Nebenquests haben wir auch noch geschafft. Also, schaltet einfach wieder ein, wenn es wieder heißt, Silent Hill Downpour hier auf meinem Kanal. Euer J-Mo sagt Cheerio und Hals und Beinbruch. Zum Thema hier, so Film und so, ne? Naja. Bis dann. Bye.